Moin Kinnings, bin ich denn hier? Ich bin in meiner Küche, rechts ist Hund und links ist Herd und ich bin in der Mitte. Was? Die große Frage, Frühstück ist vorbei, Müsli. Und ich dachte mir, oder ich wollte mir mal gedanklich das Thema stellen, Kikriki, obwohl ich eigentlich nie ganz wach bin. Immer wieder neben, kurz vor dem Schlaf und nach dem Schlaf und neben dem Schlaf und beim Schlaf und ja, nein. Was wollte ich eigentlich? Ja, was? Was? Also ihr habt das Kameradingsbums auf den Küchentisch gestellt. Und gucke jetzt so etwas schräg nach unten. Das ist so, deswegen die Schatten um die Augen. Ich könnte natürlich auch jetzt wissen, oh, Allahu Akbar machen, aber das ist ja nicht mein Ding. Oder Gott ist der Größte oder Gott hat den Kleinsten. Ist völlig egal, ich möchte keine Religion diffamieren. Ich möchte auch nicht mich selbst diffamieren. Ich möchte auch gar nicht irgendwo mich mit... Du hältst dich da raus, Hund. Ja, der denkt, ich rede mit ihm. Ich sitze vor seinem zweiten Napf und träumt davon, dass er wieder wie jeden Morgen ein Stückchen von meinem Kaffeekakao abkriegt. Aber er hat ja schon die Hälfte vom Becher. Also das, was soll das? Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt haben wir schon wieder eine Minute 54. Nein, 54. Haben wir noch 2-3 Minuten übrig. Was fangen wir mit diesen 3 Minuten an? Das war ja, der Plan war ja eigentlich 5 Minuten, ne? Jedes Mal ist 5 Minuten. Okay, Herr General? Jetzt möchte ich nicht wieder in Plattitüden überwandern. Aber ich hatte mir heute mal Gedanken gemacht über das Paradies der Moslems, wenn ich mal jeden Tag 32 Jungfrauen habe, ne? Und über Nacht kriegen die alle wieder ihre Hymen von Allah, dem Großen, zugehext. Dann fange ich morgens wieder an, 32 Jungfrauen zu entjungfern. Und nächsten Tag wieder. Und nächsten Tag wieder. Und wieder. Und wieder. Ist das nicht eher die Hölle? Auch für die Jungfrauen. Die werden ja wahnsinnig. Die Quälerei jeden Tag. Jeden Tag das erste Mal, das Beischlaf, das tut ja auch weh und ist halt ein psychisches Problem und dann kommt es den nächsten Tag wieder und nächsten Tag wieder, bis in alle Ewigkeiten. Das ist eine Horrorvorstellung. Also dieses Paradies ist tatsächlich, nein, bitte nicht. Also ich halte mich da lieber raus aus dem Bespringen von Jungfrauen. Ja, man kann das natürlich, oh, Schattenspiele, man kann das natürlich zurückverfolgen, also warum es so ist, aber das ist der Paradies, selbst das christliche Paradies, das ist ein Horror. Ich meine, da sitzt du da mit irgendwelchen Engeln, die keine Geschlechtszeit zwischen den Beinen haben und singst vor dem Altar dieses großen Gottes Lobpreisung auf ihn. Nein, immer, für ewig. Nicht mal schön fressen, saufen, Neger abseilen, ja, egal was, aber ich bin ja doof, ne, das wisst ihr ja alle, ich bin ja eigentlich gar nicht existent, aber das, ich habe ja immer noch eine Minute, muss ich totschlagen, aber ich möchte auch dieses christliche Paradiesding nicht haben und ich meine auch noch diese Götter, die ja so liebevoll sind und aus lauter Liebe erschaffen sie eine Hölle. Ja, weil sie dich so lieben, machen sie eine Hölle. Und in der Hölle wirst du für ewig brennen. Oh. Ja, aber das ist doch eher so eine Art Sklavenkette um den Hals. Wenn du nicht gehorchst, ziehst du Sklavenkette zu. Nee, bitte schön. Also lasst mich mit diesen archaischen Religionen in Ruhe. Ihr könnt in euren Kirchen, könnt ihr euch alle in Kreis stellen und anal und vaginal und sonst was beglücken. Das ist aber nicht mein Problem, aber bitte lasst mich auf dieser Erde doch mal mit eurem Scheiß in Ruhe. Ihr könnt eure Vereinsmeierei könnt ihr machen, aber bitte nicht, dass ihr verlangt, dass alle